Hallöchen und willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge Ocarina of Time. Ich stehe gerade neben Oma Gertrud. Sagen wir Oma Gertrud. Ja, die ist heute echt gut gelaunt. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Nee. Das Thema ist, wir wollen ja vorankommen. Wir haben jetzt schon in den letzten Parts ein paar Herzteile gesammelt, was echt fresh war. Ein Herzteil will ich noch holen. Und dann gehen wir auch schon direkt weiter. Denn es gibt noch eins zu holen. Das habe ich komplett vergessen. Nochmal bei den Quarkies. Wir müssen noch einmal zu den Fröschen. Denn ich habe vor lauter vergessen. Wenn man die zweimal anquasseln tut, also als Kleinformat. Und später, wenn sie einmal fett sind. Ja, gut, das habe ich ja komplett vergessen, ne? Aber das passiert. Und danach geht es dann Richtung Wüste, wo Navi uns die ganze Zeit darauf hinweisen tut, dass die eigentlich mal aufhört, uns immer voll zu quatschen. Sag ich doch. In der Wüste. Ja, Navi, ist es okay. Wir wissen es. Wir sind auch schon auf dem Weg. So. Natürlich können wir leider keinen Enterhaken benutzen, dann könnten wir uns hier von Wand zu Wand schwingen. Aber das Hühnchen reicht jetzt auch. Moment, ich muss gerade mal was prüfen. Ja, wir haben noch. Okay. Denn wir haben nämlich noch eine Schrote, die müssen wir irgendwo. Nein, boah. Irgendwo reinmachen. Ich denke mal, irgendwo bestimmt in der Wüste. Aber ich habe hier so keine mehr gefunden, wo wir reinstecken können. Und mir fällt gerade auf, ich habe das Hühnchen ja immer noch. Lass mir dich mal frei. So, das sind auch schon die Frösche. Unter Wasser gibt es Frösche, die dich neugierig beobachten. Richtig. Hey, wir sind die Riesenfrösche. Die berühmten, unerreichten fünf fabulöden Froschtenöre. Was ist denn das? Bring uns zum Springen, damit wir die Fliege über uns erwischen. Okay, also los dann. Okay, jetzt hab ich natürlich geschlafen. Es geht nämlich darum, wir müssen den Schmetterling bzw. den Frosch andudeln, wo der Schmetterling drüber ist. Ja, du wiederholst dich. Gut. Junge, das war genial. Perfekt. Wir platzen gleich. Das hier ist doch genug als Dank, oder nicht? Da haben wir auch unser Herzteil bekommen. Sehr schön. So, ich würde aber mal sagen, das reicht jetzt erstmal mit Herzteil der Sammlerei, denn wenn ich mich, also wenn ich richtig liege, es kann auch sein, dass ich falsch liege, ich habe jetzt so weit wie es geht alle Herzteile eingesammelt, denke ich mal, und es müsste dann noch eins in der Wüste sein, dann kriegen wir nochmal einen Herzcontainer und den letzten Herzcontainer müssten wir dann im Wüstentempel bekommen. Und dann müssten wir alle Herzen haben. Aber ob das richtig ist, ja, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich muss ja zurück zur Zitadelle der Zeit. Warum benutze ich eigentlich nicht das Lied? Okay. Oh, diese Karte, ne? Die macht mich echt bekloppt. Welches war nochmal für die... Ah ja, die hier. Kartant des Lüschts. Genau.
Wie ich immer so schön sage, jetzt wird es Zeit, dass wir wieder erwachsen werden. Wir waren lange genug ein Kind. Aber damit ist es nicht getan. Ich denke mal, da wir noch eine Schote haben, werden wir noch einmal als Link gehen müssen. Und da ist auch der große Link. Sehr schön, jetzt sind wir auch wieder erwachsen. Ist gleich wieder was ganz, ein ganz anderes Gefühl. Was ich natürlich nicht vergessen darf, sind noch hier die Sachen. Und dann müssten wir alles haben. Ja, und die Skortolas. Stimmt, jetzt kommen wieder die Schreidinger. Komm, bleib sitzen. Wisst ihr, das waren vorher mal Frauen, deswegen schreien die so. Nee, Quatsch. Es ist Nacht, okay. Jetzt rufen wir unser Epona und dann geht es weiter Richtung Gerudo-Festung, denn da war ein Eisentor. Einen anderen Ort kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wir in die Wüste kommen. Ja, es tut mir leid, dass ich so oft auf Epona drauf haue, aber... Das Pferd muss ein kleines bisschen schneller werden. Ja, ist ja gut, Epona. Ich will mal ganz kurz was gucken. Da oben war ja nichts. Entweder funktioniert es mit der Bombe. Und wenn es mit der Bombe nicht geht, dann muss ich den... Okay, es funktioniert. Hä? Ah, ich wollte gerade sagen, hä? Du lieber Gott, was ist denn hier los? Also, hier ist auf jeden Fall eine Kuh. Eine Skortula. Was Besonderes, dass die Skortula sich so in den Weg stellt? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ja, genau. Oh, da ist eine goldene Skortula, ich glaub's nicht. Jawohl, wir haben jetzt 60 Stück. Ja, wir haben 60 Stück. Sehr schön. Ja, gut, ne Kuh. Ich hab dir da ein Loch gemacht, also wenn du abhauen willst, kannst du wieder Zeit gehen.
Epona, ich bin wieder da. Ja, ich bin ja da. Gut, dann geht es natürlich weiter. Gerudo-Tal. So, wir kommen jetzt immer näher. Und da drüben steht auch immer noch der Handwerker. Also der muss da echt Langeweile haben, wenn er da immer noch so rumsteht. Aber gut, ich sag mal so, jedem seins, ne? So, wir sind jetzt wieder in der Gerudo-Festung. Und genau, da ist das Tor. Aber bevor ich jetzt da hingehe, möchte ich einmal was gucken. Denn ich würde gerne mal wissen, was das noch ist. Ich weiß, dass ich einmal da mit der Frau geredet habe. Aber das ist schon ein bisschen her. Aber ich habe es nicht wirklich angenommen. Das ist die Trainingsarena der Gerudo-Kriegerinnen. Du hast den Gerudo-Pass? Gut, dann darfst du hinein. Ein Versuch kostet 10 Rubine. Ich gucke mal rein. Okay, her damit, mit 10 Rubine. Schieß ordentlich, ja. Da muss man wieder mit Bogen schießen. Ja, da bin ich mal gespannt, was das ist, ne? Okay, nee, aber da würde ich sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Was das ist, was sich dahinter verbirgt. Und dann geht's auf jeden Fall weiter. Bis zum nächsten Mal noch rein. Ciao!